manchmal den Presse, nicht der Recherche und der Berichterstattung über tatsächliche Ereignisse, die irgendwo auf der Welt stattfanden, sondern einfach nur dazu, frei erfundene Lügenmärchen in die Welt zu setzen, um einer bestimmten politischen Agenda das Wort zu reden. Solche Machwerke haben sich mit Fug und Recht das Prädikat Lügner Presse, das ultimative Synonym für komplett erlogene Lügenpropaganda, verdient. Madame Hudson Hope spielt die Klaviatur fantastischer Behauptungen mit Bravour. Keiner lügt dich dreister an als der Hudsons Miriam. Während die Polizei in Berlin Jagd auf Menschen macht, die Frieden, Freiheit, Demokratie rufen. Und im gleichen Atemzug die von uns allen gewählten Volksvertreter in einem Neuaufguss des Gerichtshofs des Volkes dafür anklagen wollen, dass sie ihren Job tun. Plant der Pharmalobbyist Jens Spahn nun ein Inzidenzwert von 20? Die er unter Hinweis auf das Entstehen der zweiten Welle im letzten Jahr nur als erwünschtes Ziel genannt hatte. Und einige im Land fragen sich, hat er sich das eigentlich in seiner 5-Millionen-Villa ausgedacht, die er sich kaufte, als er Hunderttausende in die Existenzlosigkeit brachte? Ein ad hominem Argument jagt das nächste. Und bei all den Unterstellungen frage ich mich, welcher kausale Zusammenhang wohl zwischen einer Luxusvilla, irgendwelchen sich fragenden Einigen, irgendeiner angeblichen Existenzlosigkeit, was im deutschen Sprachgebrauch ein doch eher selten verwendetes Synonym für Nicht-Existenz ist und einem Bundesgesundheitsminister wohl bestehen mag. Das klingt alles so konstruiert, dass es keinen Sinn ergibt. Oder in seinem Büro, in dem ein Bild mit einem Kind hängt, das in einem Käfig eingesperrt ist. Verkehrt Frau Hudson so oft mit Herrn Spahn, dass sie derart detaillierte Auskünfte über die Einrichtung seines Büros zum Besten geben kann? Selbst auf ultrarechten Seiten und in Orkanen, das K ist Absicht, der Quark Anon, respektive der Schwerdenkenbewegung gibt es hierzu keinen einzigen Satz. Was auf dubiosen Plattformen ausgetauscht wird, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. So viel zum Charakter des Gesundheitsministers und Pharmalobbyisten Jens Spahn. Unterstellungen werden dadurch nicht wahrer, dass man sie ständig wiederholt. Wer ad hominem Argumente benötigt, um einen vermeintlichen Punkt machen zu können, hat keine Sachargumente. Zudem kriminalisiert Spahn nun die Menschen, die gegen die Impfung durch die Hintertür sind, indem er sie für 2 Jahre ins Gefängnis stecken will, wenn sie ein gelbes Impfheft falsch ausstellen. Das soeben verbal heruntergespülte gelbe Impfheft ist ein amtliches Dokument. Warum sollte das vorsätzliche Fälschen eines amtlichen Dokumentes milder als ein Meineid bestraft werden? Zudem wird Urkundenfälschung nicht mit Freiheitsstrafen bis zu 2, sondern bis zu 5 Jahren oder, je nach Schwere der Tat, einer Geldstrafe bestraft. Und das Land fragt sich immer mehr, bekommen Giffey und Baerbock nun auch 2 Jahre Gefängnis für Dokumentenfälschung? Welche amtlichen Dokumente haben die beiden denn gefälscht und warum sollte ausgerechnet der Ort, in dem das Gefängnis liegt, eine Rolle spielen? Plant Frau Hudson gar ein Attentat? Wer gerade gut aufgepasst hat? Genau so funktioniert jener Schmierenjournalismus, den Frau Hudson laufend betreibt. Unterstellungen, Lügen und Suggestivfragen, die die Antwort schon beinhalten, so geht ganz große Propaganda. Aber Jens Spahn hat wohl Angst, dass die nicht mehr genug verdient. Oder wie soll man sonst einem normalen Menschen die 2 Jahre Gefängnisstrafe erklären? Gar nicht. Der Paragraph 267 Absatz 1 Strafgesetzbuch in Wirklichkeit: Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe,
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft lautet. Weitere Absätze erhöhen die Freiheitsstrafe bis auf 10 Jahre, wenn die dort aufgezählten Tatbestände erfüllt werden. Und was steht noch schnell auf Verrat am eigenen Volk, Herr Spahn? Den Tatbestand des Volksverrats gab es nur im Dritten Reich. Entsprechende Anklagen endeten in der Regel mit der Exekution der oder des Angeklagten. Wer diesen Begriff verwendet, hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine besonders demokratische Gesinnung, sondern befürwortet eher totalitäre Regime, die strenger Hierarchie und der Todesstrafe als Abschreckungsmittel frönen. Das Volk, das sich zum größten Teil überhaupt nur, weil es irrtümlicherweise denkt, es bekommt dadurch seine Freiheit zurück. Ein recht unvollständiger Gedankengang. Um welche Freiheit geht es überhaupt? Und warum sollte irgendwer denken, er, es, sie bekäme selbige zurück, wenn er, es, sie, was auch immer tut? Die Wahl der Worte suggeriert, dass jemandem irgendeine Freiheit weggenommen wurde, was wohl erst einmal faktisch belegt werden müsste, bevor man irgendwelche Behauptungen in die Welt setzt. Welche Strafe bekommen eigentlich die geimpften Blutspender, wenn diese Blut spenden an Ungeimpfte und die dann deren... Selbst diese von Frau Hudson selbst zensierte Fassung einer wesentlich längeren Aussage zeugt von einer fundamentalen Bildungslücke, was den Sinn von Impfungen an und für sich betrifft. Jemand, der gegen was auch immer geimpft wurde, kann bestenfalls die Immunität gegen die Krankheit an den, die Empfänger in einer Blutspende weiterreichen, gegen die er, es, sie geimpft wurde. Was soll diese Aussage also bewirken, außer nicht ausreichend informierte Menschen zu verunsichern und ihnen mit voller Absicht Angst einzujagen, um daraus politischen Nutzen zu schlagen oder monetäre Vorteile zu erlangen? Auch Heiko Maas hat jetzt was ganz Tolles mit ganz Deutschland vor, denn er sagt, um die aller Bürger zu fördern, sollten wir auch Lebensmittelhändler verpflichten, nur gegen Vorlage von Waren überhaupt noch zu verkaufen. Als Bundesminister des Auswärtigen hat Herr Maas weder Befugnisse auf Landesebene noch im Inland. Er kann de facto also gar nichts mit Deutschland vorhaben. Der Rest der unausgegorenen Behauptung ist frei erfunden. Diese Androhung vom Marsmenschen sollten Sie einfach mal sacken lassen. Was man wohl eher verarbeiten muss, sind Frau Hudsons dreiste Lügen und ad hominem Angriffe auf Personen des öffentlichen Lebens. Und während Maas keine Lebensmittel mehr verkaufen will und Jens Spahn bis 2 Jahre Gefängnis für Impfausweisaussteller fordert, wird immer deutlicher, dass die Maßnahmen bis zu 70 Millionen Hungertote weltweit kosten werden. Im Jahr 2019 litten laut UNICEF 690 Millionen Menschen an Hunger. Die Tendenz ist, nachdem sie eine Zeit lang abnahm, seit 2014 wieder stetig steigend. Jedes Jahr sterben 30 bis 40 Millionen Menschen an Unterernährung oder deren direkten Folgen. Ich habe hier Suchen mit verschiedenen Suchbegriffen durchlaufen lassen. Die einzigen, die mit Millionen zusätzlicher Hungertoter wegen der Pandemie aufkrochen, sind die rechten Hetzwerke und ihre Freunde von der Schwerdenker- und Quarganon-Front. Und, mal abgesehen davon, wenn Frau Hudson die Unterernährung der Weltbevölkerung derart am Herzen liegt, frage ich mich, warum sie noch kein einziges Video über die Ursachen des Hungers rund um den Globus gedreht hat. Wäre das nicht lohnender als diese ständige Lügerei? Welche Strafen bekommen eigentlich die Massenmörder, die die anordneten? Dumm, wenn man bei der Behauptung, jemand sei ein Massenmörder, den Namen des oder der Beschuldigten
und deren angebliche Vergehen ausblenden muss, um auf YouTube nicht gebannt zu werden, respektive einer eventuellen strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Das ist ein wenig wie die Hände vor die Augen zu halten, damit einen niemand sieht. Die Strafverfolgungsbehörden haben mit Sicherheit Gebärdendolmetscher, die die stumm geschalteten Sequenzen in die deutsche Sprache übersetzen, und das Original auf Telegram mag vielleicht nicht gelöscht werden, ist unserer Staatsanwaltschaft aber ebenso zugänglich wie den zahlenden Fans der Frau Hudson. Und Deutschland, das Land, in dem wir nicht nur anhand Knallmaßnahmen gequält werden. Wer es als Qual empfindet, dass er es sie auf seine oder ihre Mitmenschen Rücksicht nehmen soll, kann anderen Menschen kaum den Mangel an Empathie vorwerfen, wie Frau Hudson das öfters tut. Sondern auch mit einem Betrüger, der uns in viel zu vielen Talkshows schon alleine mit seinem Anblick quält. Gegen schlechte Talkshows gibt es ein simples Hausmittelchen: die Glotze nicht einschalten oder auf einen anderen Kanal umschalten. Wir sollten nämlich Klabauterbach als Betrüger nicht vergessen, der sich ungestraft monatelang Epidemiologe nannte, obwohl er es gar nicht studiert hat. Die Lügenmiriam legt noch eine Schippe nach. Dumm, dass Karl Lauterbach ihrer Unterstellung zum Trotz nach der Promotion als Doktor der Medizin 1990 einen Master of Public Health mit den Schwerpunkten Epidemiologie sowie Gesundheitspolitik und Management absolvierte. Er gehörte zudem 1992 und 1993 der Körperschaft der Harvard Medical School an. Schon alleine der Gedanke daran, jemandem mit dieser Ausbildung jegliche Kompetenz in Sachen Pandemie absprechen zu wollen und sich selbst damit für kompetenter zu erklären als jemand, der seit 1982 auf dem Gebiet studiert hat und in diesem nicht nur tätig ist, sondern auch laufend Fachliteratur publiziert, schlägt jedem Fass den Boden aus. Wie frech muss man sein, sich ohne jegliche Ahnung von irgendwas über Fachleute stellen zu wollen, die international anerkannt und über jeden Zweifel erhaben sind. Welche Strafen hat Klabauterbach? Wenn einem keine Sachargumente einfallen, muss man halt die Person angreifen. Karl Lauterbach hat zwar nur einen H-Index von 23, das ist aber immer noch um 10er Potenzen besser als Frau Hudson mit ihrem H-Index von 0. So viel zur Kompetenz auf wissenschaftlichem Gebiet. In ihrer Kernkompetenz als selbsternannte Journalistin ist Frau Hoop ebenso wenig begabt wie in ihrer Tätigkeit als selbsternannte Epidemiologin. Das Video geht ab hier noch geschlagene 4 Minuten mit frei erfundenen Behauptungen, ad hominem Angriffen, unhaltbaren Beschuldigungen und Unterstellungen weiter, die immer abstruser werden, je länger Frau Hudson sich in Rage geschrieben hatte. Das muss man sich nicht freiwillig antun, daher beende ich das Video an dieser Stelle. Es wird noch eines zu den Todeslisten folgen, an denen die Schwerdenker sich regelmäßig aufgeilen, wenn sie von ihrem Neuaufguss des Gerichtshofs des Volkes schwadronieren. Die aktuelle Langsamkeit ist zwei Dingen geschuldet. Erstens, es ist total ätzend, sich Frau Hudsons Geschwafel anzuhören, wobei die Mitschrift ihrer Worte von diesen dämlichen Tonpausen und der extrem schwankenden leise Schwäche, von Lautstärke kann man ja nicht reden, zusätzlich erschwert wird. Zweitens haben wir auf dem Nachbargrundstück momentan eine Großbaustelle, auf der ein neuer Wohnkomplex hochgezogen wird, was die Vertonung tagsüber unmöglich macht. Es bleiben nur die Abende und das Wochenende, um Tonaufnahmen zu machen. Bis zur nächsten Katastrophe wünsche ich allen ein geruhsames Wochenende und bleibt gesund. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider.
Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.